Habt ihr euch schon mal gefragt, wie lange eine Fußgängerampel auf Grün steht? Oder ob ihr noch sicher über die Straße kommt, wenn die Ampel beim Überqueren auf einmal auf Rot springt? Hierfür gibt es die sogenannte Schutzzeit. Wir wollen euch in diesem Video erklären, was es mit der Schutzzeit auf sich hat. Die Phase, in der die Ampel auf Grün steht, nennen wir Grünzeit. Sie ist so berechnet, dass ihr bei einer normalen Gehgeschwindigkeit mindestens 3/4 der Straße überqueren könnt. Was passiert dann? Auch wenn die Ampel auf Rot umschaltet, habt ihr noch ausreichend Zeit, die Straße zu überqueren. Denn, was viele nicht wissen, im Anschluss an die Grünzeit folgt immer die sogenannte Schutzzeit. Sie ermöglicht euch, die Fahrbahn gefahrlos zu überqueren, denn die Ampeln der restlichen Kreuzung bleiben rot und die anderen Verkehrsteilnehmenden müssen warten. Hierdurch wird sichergestellt, dass auch langsamere Personen wie ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen und Kinder sicher und gut auf der anderen Seite ankommen. Die Länge dieser Schutzzeit ist immer abhängig von der jeweiligen Straßenbreite. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wird die Straße von einer Verkehrsinsel geteilt, ist die Schutzzeit kürzer, denn man kann beim Überqueren dort sicher stehen bleiben und auf die nächste Grünphase warten. Ihr dürft euch also Folgendes merken. Bei Grün dürft ihr losgehen. In der Grünphase muss nicht die gesamte Fahrbahn überquert werden. Schaltet die Fußgängerampel auf Rot, beginnt die Schutzzeit. Ihr dürft also weitergehen. Die Schutzzeit ist so berechnet, dass ihr den gegenüberliegenden Bordstein sicher erreicht. Ist die Straße durch eine Verkehrsinsel geteilt, muss man, wenn die Ampel schon auf Rot geschalten hat, dort stehen bleiben und auf die nächste Grünzeit warten. Aber natürlich gilt, ist die Ampel bereits rot und ihr habt die Fahrbahn noch nicht betreten, müsst ihr warten, bis die Ampel wieder grün zeigt. Und jetzt wünschen wir euch viel Freude beim Überqueren unserer Ampeln.